Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin die Ha. Hallo, ich bin Tino und heute nehmen wir Abschied von Gran Canaria. Ganz genau, das ist heute unser letzter Tag und wir gehen nochmal an den Strand, in den Pool und wir haben noch ein letztes Dinner auf unserem Balkon. Genau, und los geht's jetzt noch mit ein paar Details zu unserer Wohnanlage, bevor wir dann am Strand baden. Hier war übrigens mal früher ein richtiges Hotel und man sieht ja noch die Lobby, ja, die Rezeption. Heute ist hier aber gar keiner mehr, aber man hat die Fächer der Apartments, da landet dann Post drin. Wir hatten natürlich keine Post, zum Glück. Post ist nämlich meistens nicht gut. Dort gibt es aber jetzt ein großes Bücherregal und wenn man will, kann man sich da einfach Bücher weggreifen und man hat Sitzgelegenheiten. Und ja, ist eigentlich ganz nett. Hier ist auch eine riesen Karte von Gran Canaria. Und wir sind hier. Genau. Und ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber wahrscheinlich waren hier mal die Koffer drin oder so. Und so ein Laufgehege. Ist zumindest auch ein bisschen creepy, hier in so einem quasi Hotel zu sein, wo irgendwie eigentlich keiner mehr ist, sondern nur noch so Privatwohnung. Aber ja. Das ist so halb Lost Place. Und was auch echt cool ist, was wir aber leider am Anfang nicht wussten, dass es funktioniert. Schaut mal, hier gibt es so ein Laufband. Und es ist tatsächlich für Koffer und Taschen, nur wie bedient man es. Und wir haben aber Leute gesehen hier den einen Tag, die tatsächlich wissen, wo der Schalter hinter dieser Rezeption ist, um dieses Ding zum Laufen zu bekommen. Es funktioniert tatsächlich. Ja, der Springbrunnen nicht mehr. Ich nehme an, das war mal einer oder irgendein Wasserlauf. Aber die Grünanlage ist ansonsten super schön gepflegt hier. Und immer schöne Blumen und die Sonne lacht und Meerblick. Hat den Meerblick. Also es ist sofort Urlaubsfeeling und es ist einfach schön hier rauszukommen. Und ein Parkplatz vor der Tür. Ja, aber Parkplatz an der Schräge ist so eine Sache. Vor allen Dingen, komm mal mit, da sind so eine Teile auf dem Boden, die quasi blockieren, damit andere Autos nicht dort parken. Und wo ja hier eine Schranke ist, ne? Ja, wo hier eine Schranke ist. Kommt eigentlich kein anderes Auto rein. Auf der anderen Seite auch. Oh, und übrigens sieht man von hier schon unsere Wohnung. Ja. Genau die ganz oben an der Ecke. Das ist unsere Wohnung. Und es hat natürlich riesige Vorteile, ja. Also wir haben keinen blockierten Blick zum Meer. Keiner ist über uns, der Krach macht. Und aber ein bisschen windig da oben. Und der Lärm von unten kommt krass hoch. Denn von hier sieht man gar nicht dieses Kommerzial Centro, ja, und von hier ist es auch nicht laut, aber da oben ist es laut. Ja, da steht sogar noch der alte Name dran. Das heißt immer noch so, ne? Zumindest das Gebäude. Wenn man ja sagt Puerto Feliz, dann kennen alle das genau, Gebäude. Genau, Taxifahrer zumindest. Mehr braucht man dann eigentlich nicht. Ja. Genau, aber ich wollte euch zeigen, wie die Teile. Die sind zwar praktisch, weil dadurch kann einem keiner quasi den Parkplatz wegklauen. Aber man muss auch beim Hin- und Herrangieren, gerade hier an der Schräge, immer über die Dinger rüberfahren. Und ich glaube, zweimal bin ich mehr oder weniger drin stecken geblieben. Ja. Mit den Reifen und dann roch's komisch. Ja. Wenn man dann Gas gibt und Reifenabtrieb hat, ist nicht ideal, sagen wir es mal so. Ansonsten unser blauer Mietwagen, ja, der war ja echt super gewesen. Auch relativ neu. Aber er war ein bisschen schwachbrustig, ja, also er hatte nicht ganz so einen starken Motor. Wie oft hast du ihn da recken lassen hier an der Schräge? Ja, nur zwei, drei Mal und dann wusste ich aber, wie es geht, weil die Schranke ist hier unten an der Straße und man muss quasi wirklich mehr oder weniger mit Vollgas im ersten Gang hier diese Schräge hochfahren und du fährst aber quasi, wenn du ja gerade reinfährst, genau auf die Mauer oder die parkenden Autos drauf zu und musst dann noch umkurbeln, also es ist ein bisschen tricky. Ich glaube, das hier war unser Parkplatz. Yes. Ja, und man muss quasi immer vorfahren und dann so schräg hinten rein, aber darf sich nicht das Auto an der Mauer aufkratzen und darf sich auf der anderen Seite beim Einschlagen nicht an diesen Pfeilern hier einfahren und muss dann vorne und hinten gucken und du hast die Schräge. Also es ist nicht so einfach. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich Haar hatte, die mich dann immer gesagt hat, okay, vor, hinter, alles gut. Ja, oder man hat halt ein Auto mit so Piepern, aber hatte unser leider nicht. Ja,
Ja, und hier stehen nämlich immer Autos. Also der ist immer da und hier steht meistens auch einer. Aber du kommst dann hier hoch mit dem Mietwagen und musst halt, ist halt wirklich sehr, sehr steil und musst quasi volle Kanne hier rauf und dann um die Kurve. Und das erste Mal war ich ein bisschen zögerlich und dann habe ich natürlich auf der Schräge direkt abgedrückt. Aber ja, man lernt und dann hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Und jetzt ab zum Meer. So, wir sind auf dem Weg zum Strand. Boah, und das ist super schön hier in Puerto Rico. Wir haben von unserer Wohnung vielleicht 10 Minuten, ja, Viertelstunde, den Berg runter. Und dann sind wir schon am Strand. Ja, was lässt sich zu Puerto Rico sagen? Also, wir haben es hier sehr gemocht. Hat echt Spaß gemacht. Und es ist sehr convenient hier zu leben, weil man hat eben den Strand mehr oder weniger vor der Haustür und man hat dieses Centro Comercial in der Mitte mit super vielen Essmöglichkeiten, also gibt's tonnenweise Bars, Restaurants und so weiter. Und Shops. Und dann gibt es auch noch die Mogan Mall, die relativ neu ist und die ist echt super schick. Da gibt es Wasserspiele, da gibt es auch noch Restaurants und noch viel mehr Shops. Bisschen wie Dubai-Style. Ja, genau. Und man hat quasi alles vor der Haustür. Man braucht also eigentlich gar keinen Mietwagen, kann hier super relaxen und genießen. Ja, und zur Busstation sind auch nur 10 Minuten. Die ist zwischen den Malls und dem Strand. Und von da kann man auch wunderbar nach Maspalomas rüberfahren oder eben nach Puerto de Mogán. Und das ist auch ziemlich günstig. Man kann sogar mit Kreditkarte bezahlen, die Busse. Also ist echt sehr, sehr praktisch hier zu wohnen. Gibt aber auch Manko. Nämlich in der Nacht ist es tatsächlich sehr hell und immer laut. Leider, leider immer laut. Zumindest da, wo unsere Wohnung gelegen ist, weil wir ja so relativ weit oben am Berg sind. Durch die Jalousien war das kein Problem. Ich wollte mir immer abdunkeln. Und die Wohnung ist gut isoliert, hatten also mit dem Lärm auch nicht so den Problem, aber er ist eben da und tatsächlich die ganze Nacht durchweg. Also wer sehr unruhig schläft, für den ist vielleicht ein anderer Ort besser, denn die umgebenden Orte, also vor allen Dingen Puerto de Mogán und auch andere, Playa de Cura, ja, und so weiter, die sind tatsächlich sehr, sehr ruhig. Also da klappt dann, wenn es dunkel wird, wirklich der Bordstein hoch und da ist dann nichts mehr. Und ja, aber hier ist halt das Gegenteil. Ich glaube, die meisten sind ja dann in Maspalomas, ne? Die meisten Deutschen. Die Deutschen sind vor allen Dingen in Maspalomas, das ist richtig. Das ist halt ja größere Stadt, da gibt es dann auch viel, aber auch die großen Hotelanlagen und so. Und hier ist alles ein bisschen kleiner, aber zugebaut. Aber hier sind vor allen Dingen sehr, sehr viele Engländer. Korrekt. Ja, und die sind dann halt in den Bars und Restaurants oder so. Wir waren vor allem beim St. Patrick's Day. Ja, wolltest du das auch gerade sagen? Ja, also die machen ordentlich Stimmung, sagen wir es so. Auch die ganze Nacht durchweg. Ansonsten sind sie uns jetzt nicht so negativ aufgefallen. Hin und wieder mal besoffen, zu später Stunde. Aber ja, war für uns jetzt keine große Geschichte. Und ja, am St. Patrick's Day war natürlich schön, dass wir hier den irischen Pub vor der Nase hatten, ja, und da die Live-Musik gemacht. Also Live-Musik ist ja eh jeden Tag, das ist krass. Also viele verschiedene Live-Musikmöglichkeiten und Tanzen und ja, Musik und Essen und. Und Baden natürlich auch. Ja, und hier im Süden von Gran Canaria ist auch das Wetter sehr viel schöner als im Norden, hat man uns zumindest gesagt. Und wir können bestätigen, dass es jetzt, als wir hier waren, im März, und April wirklich sehr, sehr angenehm war. Nicht zu heiß. Im Schatten manchmal fast ein bisschen kühl. Ja. Durch den Wind, also man hatte so einen frischen Meereswind immer, manchmal aus den Bergen. Aber wenn die Sonne rauskommt, dann ist es eigentlich wunderbar. Und ja, jetzt zum April hin wurde es tatsächlich auch deutlich wärmer, vor allem jetzt Mitte April. Und jetzt ist es super, super angenehm. Immer keine Hitzewelle kommen aus der Sahara. Ja, Kalima, diesen Sandsturm, den haben wir auch mehrmals erlebt. Und das ist natürlich krass, ja. Also dann ist mal richtig viel Sand am Start und es ist ganz diesig, dunstig. Sonne sieht man kaum. Aber ja, der gehört halt hier mit dazu. Ja, weil aber der ist auch ja nicht weit weg. Vorbei. Genau. So, und da haben wir den Strand erreicht. Ja. Und nehmen jetzt noch ein schönes Bad im frischen Atlantikozean. Frisch, aber auszuhalten und eigentlich dann doch ganz angenehm, wenn man einmal drin ist. Genau. Schaut mal, der Sand ist hier wie Pulver, so richtig, richtig schön. Und das Wasser ist eigentlich auch ziemlich klar,
Wir hatten manchmal auch so ein bisschen Steine hier, so rosige Steine oder auch so ein bisschen Grünzeug, was angeschwemmt wurde vom Meer. Mal gucken, ob das heute auch so ist. Den einen Tag war es nicht, den anderen Tag war es dann und kommt wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an, wie das Meer gerade so drauf ist. Ja, deswegen würde ich sagen, gehe ich mal rein und check das aus. Jo, ich war gerade im Meer gewesen. Es ist ein bisschen windig hier geworden. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Und hier auf der linken Seite des Strandes ist es echt super, super schön. Also kein Grünzeug, keine Steine im vorderen Bereich, auf jeden Fall, wo ich jetzt war, wo man aber schon gut schwimmen kann. Und es ist einfach super schön hier, dieser Pulversand. Und ja, wir haben super wenig Leute gerade hier an dem Beach, weil es ist schon sehr spät. Die Sonne ist schon da hinten fast am Umgehen. Und ja, tagsüber ist hier natürlich richtig viel los, aber übrigens eher in den Abendstunden, da hat man nicht so das Problem mit der Sonne, dass man irgendwie verbrennt, muss sich auch nicht unbedingt eincremen. Und ja, kann hier noch schön eine Runde relaxen und auch noch schwimmen, ist nicht zu kalt und ist einfach super schön hier. Wir waren ja auch in Amadoris am Nachbarstrand gewesen, der eigentlich auch sehr schön ist und auch breiter ist. Und der ist aber nicht so fein vom Sand, der ist so ein bisschen grobkörniger. Ansonsten auch sehr schön, auch sehr zu empfehlen. Aber ja, wir müssen echt sagen, hier in Puerto Rico, der Strand, der gefällt uns wunderbar. Man braucht eigentlich gar nicht mehr. Schaut mal, da ist im Meer. Aber sonst ist hier niemand. So später Stunde, Sonne schon tief, aber immer noch angenehm warm. Kühle Meeresluft. Ja, im Wasser. So, unser letzter Abend hier auf dem Balkon mit selbstgemachten Gourmet-Essen. Und als wir hier eingezogen sind, haben wir tatsächlich einen Wein und einmal Sprudelwasser. Was war da noch? Chips. Chips bekommen, so als Willkommensgeschenk. Super, mega toll. Und wir haben irgendwie nie geschafft, diesen Wein zu trinken, weil wir sind entweder spät ins Bett gegangen oder wollten den nächsten Tag keinen Kopf haben oder so. Aber jetzt haben wir ihn doch im allerletzten Moment geköpft und der schmeckt richtig gut. Es ist ein weißer, super süßer Wein. Wie Saft. Und ich glaube, der wird alle. Und eine kurze Nacht wird es außerdem, denn wir müssen früh um 6 den Bus kriegen. Aber schauen wir mal. So, dann hat H auch noch Horchata besorgt neulich. Diese spanische Erdmandelmilch. Schmeckt ganz interessant. Schmeckt uns sehr gut, hat auch so eine süßliche Note. Ja, und es gibt Nudeln mit Würstchen und Mais und Spa-Napolitano-Soße, die ist gut. Und das sind die Würstchen, 5 in der Packung, Frankfurt steht drauf. Weiß nicht, ob die aus Deutschland sind oder nur so gelabelt sind, aber die sind auch gut. Und ja, unsere letzte Nudelpackung angerissen, unser letztes großes Wasser angerissen. Und ja, wir machen Reste essen, aber es ist lecker und es schmeckt. Und wir genießen nochmal die Aussicht auf das nächtliche Puerto Rico. So, ich hoffe, wir konnten euch einen richtig schönen Einblick geben zu Puerto Rico und zu Gran Canaria auch im Allgemeinen. Wir haben ja sehr viele Fotostops dort angesteuert,
und sind an verschiedenen Stränden gewesen, haben immer versucht, euch möglichst viele Details mitzugeben, damit ihr euch auch richtig gut auf eure Reise nach Gran Canaria vorbereiten könnt. Ja, und? Ja, und das ganze Essen, was wir gegessen haben. Richtig. Das Essen war ein Traum. Ja. Nicht immer, aber teilweise. Und ja, genau. Und wenn ihr diese ganzen Abenteuer verpasst habt in den letzten Videos, dann schaut gerne mal bei den Videos vorbei. Verlinken wir hier auch gleich eine Playlist. Und dann könnt ihr das alles nochmal anschauen und euch vielleicht auf eure nächste Gran Canaria-Reise vorbereiten. Genau. Lasst uns gerne wissen, was euch gefehlt hat. Welche Informationen wollt ihr gerne noch zusätzlich haben? Was können wir euch vielleicht noch erzählen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Bitte den Kanal abonnieren, kein Video mehr verpassen und auch die Glocke einschalten. Und damit bedanken wir uns herzlich bei euch, dass ihr auch diesmal eingeschaltet habt und sagen Tschüss Gran Canaria. Und mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Tschüss. Ciao.